geht ab, Schurke Freunde! Willkommen zu einem neuen Video und heute mache ich endlich was, worauf ich schon sehr, sehr lange warte. Und zwar lerne ich Reducen. Seit ein paar Monaten übe ich ja jetzt Butterfly, Mouse Abuse, alles mögliche. Davor habe ich komplett One-Click gespielt. Und eine Sache, von der ich mich immer gedrückt habe, da ich ja hauptsächlich High-Pixel-Bedwar spiele, ist Knockback Reducen. Das werden wir jetzt aber heute üben. Wir werden nämlich jetzt als erstes so einen Clutches-Trainer hier machen. Und da werde ich dann einfach mit ein paar CPS draufhalten und versuchen halt keinen Knockback zu bekommen. Und dann werden wir ein bisschen MLG-Rush spielen und das Ganze gegen echte Spieler testen und danach spielen wir ein bisschen Anti-AC Bad Wars. Irgendwas war anscheinend verbuggt, aber wir können jetzt hier rein. Alles klar. So, und hier müssen wir jetzt einfach immer versuchen, wenig Knockback zu bekommen. Leider, ich bin gerade gespannt, wie es wird. Mein Grip ist gerade nicht der beste. Es wird immer wärmer, es wird immer heißer. Von daher wird es auch ein bisschen schwieriger, hier Grip zu behalten. Ich kriege nämlich immer so richtig schnell schwitzige Hände jetzt. Aber ich würde sagen, das übe ich jetzt einfach ein bisschen. Guck mal, das sieht schon viel besser aus und da hatte ich keinen Grip mehr. Let's go. Ich weiß nicht, ich finde es richtig schwierig, so über lange Zeit die CPS zu behalten. Ich meine, so ein bisschen kriegen wir das jetzt hin, aber ich muss nach jedem Mal, wenn wir das gemacht haben, immer direkt so meine Hände an meiner Hose oder meinem T-Shirt abstreifen, weil die irgendwie direkt schwitzig werden. Wie machen das Leute im Sommer? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr selber BW-Sweat seid oder einfach generell besser Long abusen könnt und alles. Wie macht man das im Sommer? Kann man das denn überhaupt? Können das dann alle nicht so gut? Weil ich habe das Gefühl, also je länger ich Long abuse, desto schwieriger wird es und irgendwann sind meine Hände zu schwitzig und dann wird es nichts mehr. Aber ich muss sagen, das hier klappt schon mal besser als gedacht. Also den Anfang kriegen wir ein bisschen hin. Ich weiß nicht, wie gut wir uns damit jetzt in einem Fight schlagen würden, direkt gegen richtige Spieler. Aber das können wir auf jeden Fall gleich direkt mal testen. Vielleicht jumpen wir gleich mal instant in MLG Rush. Ich glaube, in MLG Rush ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen sinnvoller, das Ganze zu üben. Da schreibt schon jemand in den Chat, Ryan, übst du, ja. Ich werde jetzt Minecraft-Profi, was ein bisschen sad ist, weil auf welchem Server spielt man Bad Wars, wo man komplett rein reducen muss? Ich weiß, Anti-AC, aber das ist ja auch so eine Sache. Da muss ich auch nochmal den nächsten abschließendes Video zu machen. So lange ist der Server ja auch nicht mehr mit online. Das heißt, jetzt lerne ich endlich reducen, aber wo nutze ich das dann später? Weil MLG Rush spiele ich nicht, eigentlich nur Bad Wars. Was bringt mir das dann noch? Aber egal, ist auf jeden Fall cool, das zu können. Es macht auch schon Bock, so zu fighten, keine Ahnung. Wenn man selber nicht, ich weiß, ich habe früher MLG Rush gespielt immer. Oh, das war ganz gut. Ich habe früher ab und zu MLG Rush gespielt, wo ich noch One-Click gespielt habe. Und ich weiß, das macht einfach gefühlt keinen. Hallo? Das macht halt gefühlt keinen Spaß. Jetzt, wo ich reducen kann, weiß ich nicht, wie ich es finde. Wir testen es gleich mal, weil MLG Rush war immer mein Hassmodus. Aber das könnte jetzt einigermaßen okay sein. Ich würde sagen, wir testen es. Kann man hier MLG Rush spielen? Er will mich in Sumo herausfordern, aber ich will das hier spielen. Warte, was ist Sumo? Wie nehme ich das an? Wait, oh mein Gott, Sumo, aber das funktioniert nicht, oder? Chat kann man, Chat sage ich schon. Kann man auch Knockback mit der Faust kann es nicht ganz so gut reducen, oder? Also, wäre ich ja komplett zerstört. Was ist das denn jetzt hier? Komm schon. Ah! GG. Ich will nur MLG Rush spielen, bitte. Spiel gegen mich MLG Rush. Warte, kann ich ihn in den MLG Rush challengen? Komm schon, lass uns MLG Rush spielen. Oh, ich glaube, er spielt erst mit mir. Okay, das ist nicht der, den ich wollte, aber egal. Und meine Hotkeys sind falsch. Das kriege ich nie im Leben hin. Oh, ich habe schon direkt mein Bett verloren, oder? Doch nicht. Oh mein Gott, Junge, das ist direkt viel stressiger, wenn man das gegen eine richtige Person macht. Ich werde das nie hinkriegen jetzt hier mit Block-Saves und sowas, denn mein Block ist auf dem falschen Hotkey. Ich habe keinen Grip mehr. Sobald ich keinen Grip mehr habe, ist halt RIP. Okay, das ist schon mal... Junge, das ist gar nicht gut. Okay, komm, gib mir wieder Grip. Ich muss wenigstens einmal sein Bett abgebaut bekommen. Kein Grip mehr. Wir müssen einfach kurz Butterflyen. Oh mein Gott. Wie habe ich da den Punkt bekommen, WTF? Ich habe außerdem meine DPI mit drin umgestellt und alles. Und, yo, alles klar. Übertreibt halt komplett direkt. Komm. MLG Rush werde ich, glaube ich, nie gut drin sein. Ich weiß nicht. Oh. Okay, besser wird's nicht mehr. GG. Ich bin jetzt noch auf Anti-AC gegangen. Hier sind ein paar mehr Spieler. Vielleicht hat da jemand... Jawohl. Hier haben die Leute Bock auf MLG Rush. Hier kriege ich eher einen MLG Rush 1v1 zusammen. Aber Junge, wie soll man das machen mit dem Grip? Ich verstehe es nicht, Mann. Ich kann... Ich krieg nicht mal... Warte, okay. Wir müssen einmal ordentlich resetten. Und jetzt klappt es hoffentlich. Ich habe wieder keinen Grip richtig. Wo ist mein Grip hin? Das war vorher schon mal ein Problem, was ich hatte. Und zwar... Ich weiß nicht, wenn nichts... auf dem Spiel steht, man ganz entspannt zockt oder so, dann klappt das mit dem Grip. Aber sobald ich weiß, dass ich gegen einen richtigen Spieler spiele, kriege ich nochmal eher schwitzige Hände und dann wird das keiner mehr. Und dann habe ich halt keinen Grip mehr und dann habe ich auch keine Chance irgendwie oder Möglichkeit, mich zu, also was heißt mich zu saven, meine Hand einmal so kurz an meinem Shirt abzuwischen, damit ich wieder Grip habe. Das heißt, ich glaube, ich werde hier gerade, werde jetzt komplett auf die Fresse bekommen. Mal sehen. Ja. Komm. Jawohl! Und weiter geht's. Ich bräuchte so jemanden, der auch gerade eigentlich Knockback Reducen übt und noch nicht so krass ist. Dann hätten wir vielleicht eine Chance gegen den, weil der macht mich ja komplett fertig hier. Steht 4-0. Ich hätte ganz gern einen Punkt. Jawohl. Oh.
Komm. Meine Chance. Schade. Ich habe das Gefühl, das Timing ist auch ein bisschen anders, oder? Hätte ich hier genauso reduce, wie ich es bei dem NPC gemacht habe? Oder sollte ich das in einem anderen Timing machen? Ich habe das Gefühl, das wird... Oh. Damit das peinlichste Video, was ich jemals hochladen werde. Weil ich halt wieder größte Noob wieder wirke. Aber ich lerne es gerade neu, okay? Ich habe es noch nie wirklich vorher versucht. Ich habe es ein, zwei Mal gemacht in Bad Wars. Aber ich hatte jedes Mal das Problem, dass ich instant schwitzige Hände bekomme und dass dann nichts mehr wird. Und jetzt ist vielleicht nicht so smart, das im Sommer zu lernen. Wir haben verloren. Neuer Gegner. Falls ihr Tipps habt, schreibt mir die auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Ich brauche da, glaube ich, jeden Tipp. Also jeden einzelnen Tipp, den ich nur bekommen kann. Oh, nein. Ich dachte, das wird was hier. Vielleicht muss ich ein bisschen nebenbei Blöcke placen gegen die ganzen Leute. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Wenn ich One-Click spiele, habe ich das immer so gemacht, dass ich dann den Block, okay, der war schlecht geplaced, den Block vorher geplaced habe. Ich hitte ihn einfach nicht mal. Er ist geliebt. Ich war zu schlecht, er hatte keinen Bock mehr. Ich glaube, das Beste ist wirklich gerade für mich, einfach in Bad Wars reinzugehen und das Ganze da zu üben. Spielt einfach keiner 8x1. Ich würde ganz gerne 8x1 spielen. Mal gucken, ob das klappt hier. Ich habe hier keinen YouTuber-Rang oder so. Das heißt, ich kann auch kein Join Me machen, oder? / Join Me. Nee. Guck mal, und jetzt habe ich natürlich wieder Grip. So, jetzt, wo ich gegen niemanden fighte, geht's die ganze Zeit. Ich spiele jetzt einfach 4x2 Bad Wars 8x1, ist leider nicht voll geworden. Und ich denke, dass das hier mit am smartesten für mich sein wird, erstmal, um das Ganze entspannt zu üben. Denn, oh, warte, muss ich mitziehen. Ich denke, Bad Wars wird ganz entspannt sein, um Reducen zu üben, da ich halt relativ viel Zeit zwischen den Fights habe und dann jedes Mal hoffentlich dafür sorgen kann, dass ich keine extrem schwitzigen Hände habe, bevor ich jemanden fighte. Zum Beispiel ist da jetzt ein Gegner. Ich würde sagen, wir springen einfach mal runter. Okay, der hat sich gar nicht gewehrt. Oh, wait, das war sogar dumm. Das war ja einer, der hier... Ah, jetzt, zack. Oh, der hat gar keinen Knockback-Sick. Ich treffe aber absolut nicht. Er ist tot und da war noch ein Gegner. Die haben aber kein Bett mehr. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt einfach so mache... Und ich habe wieder keinen Grip. Alter, das kann doch nicht sein. Ich hasse das. Kennt ihr das? Also, oder geht das nur mir so? Man hat durchgehend Grip. So, und dann, wenn man es braucht... Dann haben wir natürlich gar keinen Grip mehr auf einmal. Ist unser Bett eigentlich eingebaut? Ich mach mal ganz kurz den hier, weil ich glaube, es ist nicht eingebaut. Und, yo, den habe ich gar nicht gesehen. Moin. Und auf Wiedersehen. Das ist... Okay, da ist der Gegner. Okay, der hat mich gekillt. Oh, der lebt noch. WTF. Man muss aber sagen, es läuft fast schon besser als erwartet. Klar, ich verkack das Reducen noch die ganze Zeit. Aber ich habe die Runde noch nicht verloren. Es lebt auch nur noch Team Grün. Normalerweise verliere ich doch immer solche Runden direkt. Solche Sweat-BW-Runden habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Komm runter, mein Freund. Sollte ich überhaupt zu ihm hoch? Ich weiß nicht, wie smart das ist. Wahrscheinlich wird er mich dann killen gleich. Ja, da springt er runter. Aber er fliegt auch mit runter. Und auf Wiedersehen. Oh! Okay, wo ist er? Okay, unser Bett ist weg. Ist noch irgendein anderer Typ hingekommen. Ich habe ihn nicht gesehen. Mein Mate auch nicht. Das ist jetzt ganz kritisch, wir müssen mit der Pickaxe killen, jawohl. Ein bisschen sehe ich mich jetzt beim Bauen runterfallen, wir hoffen mal, dass das nicht passiert. Ich sollte aber auf meinen Teammate warten, ist mein Mate schon unterwegs. Teammate, ich brauche dich hier, ich habe die ganze Zeit keinen Grip und es wäre extrem cool, wenn wir die erste Runde gewinnen. Guck mal, beim Bauen habe ich auch Grip, aber sobald ich jetzt fighte, okay, komm. Lol. Wait, sind die beide gestorben? Ja, das heißt, ich kann aber nicht alleine hingehen. Mein Teammate noch. Oh, ich bin der Letzte. Okay, das wird jetzt ganz blöd hier. Irgendjemand Tipps für mich, auch wenn mir gerade keiner welche geben kann, wie ich das jetzt hier noch gewinne. Ich könnte versuchen, hier runter zu springen, mich einzubauen vielleicht. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Der eine kommt schon hoch. Was, wenn ich jetzt... Komm. Oh, boy, man. Okay, man respawnt so schnell. Ich bin safe tot. Schade. Neue Runde. Wir hoffen mal, dass wir jetzt vielleicht sogar einen Win hinbekommen. Das wäre ganz geil. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Ja, Incline den ganzen Weg rüber. Oh, Mate. Let's go. Wir müssen Team Grün eliminieren. Ansonsten wird das hier nichts. Moin. Zack. Guter Start. Kein guter Start mehr. Ah. Nein. Ich glaube, wir haben schon verkackt jetzt einfach instant. Oh. Ja, unser Bett ist safe weg. Ey, und ich renn runter! Versuche mich nochmal in einem Bad Wars 1v1. Vielleicht funktioniert das ja ein bisschen besser. Er hat sich anscheinend auch noch nicht losgebaut. Ich weiß nicht, ob meine 15 Blöcke... Ja doch, die könnten theoretisch noch reichen. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir es machen. Ich habe ein bisschen Angst hier. Und... Oh, das war schon mal ein Lag mit am Start. Der reduced anscheinend nicht. Sein Bett ist weg. Und wir haben... Okay. Wow! Dann machen wir noch eins. Und nochmal der gleiche Gegner. Moin, da sind wir wieder. Alles klar bei dir? Der baut sich nie los. Was macht der denn die ganze Zeit? Ich habe einen... what? Okay, ich glaube, gegen den kann ich nicht wirklich Knockback reducen üben. Ich dachte, auf Anti-AC spielen nur die ganzen BW-Sweats. Aber was ist das denn jetzt hier? Der ist schon wieder runter. Ich glaube es nicht, weil ich lasse ihn respawnen. Moin. Kauf dir mal einen Knockback-Stick. Dann können wir fighten, okay? Kauf den Knockback-Stick. Kauf den Knockback-Stick. Der sprintet, glaube ich, nicht mal. Du weißt, dass man sprinten kann, oder? Oh mein... Komm. Jawohl.
Komm, jawohl, hitte mich. Perfekt, dankeschön und tschüss. Also, ich denke mal, ich weiß nicht, was ich ordentlich üben sollte. Vielleicht noch ein bisschen sogar mit dem NPC-Klatsch hier einfach. Wobei das ja, okay, das war nicht gut. Wobei das ja einigermaßen gut schon funktioniert. Das könnte man, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen weiter üben. Und dann ist, glaube ich, echt vielleicht das smarteste MLG-Rush oder 4x2 Bad Wars oder so. 1x1 Bad Wars hat mir jetzt gerade nicht ganz so viel gebracht. Aber es lag ja auch mit am Gegner. Ich denke, MLG Rush ist mit am besten. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was eurer Meinung nach das Beste jetzt für mich, um Reducen weiterzulernen. Hier finde ich das sogar, aber wobei, doch, hier klappt es gerade ganz okay. Ich denke, vielleicht echt nochmal ein bisschen NPC-Klatsches, damit ich das irgendwie mehr hinkriege, länger zu reducen vielleicht. Und ich denke, auch einfach ganz viel MLG Rush wahrscheinlich spielen, damit ich auch nicht mehr, ich weiß nicht, ob ich dann nervös werde, wenn ich dann reducen muss und deswegen meine Hände schwitziger werden, weil hier klappt es auf jeden Fall schon mal viel besser, als wenn ich jetzt in MLG Rush gehen würde. Wahrscheinlich ist es echt einfach üben, üben, üben. Ich bin auf jeden Fall mit dem Progress zufrieden, aber jetzt kann es ja gefühlt nur noch besser werden. Ja, schaut auch gerne hier vorbei, da habe ich Hypixel Bad Wars Hacker gebannt. Beziehungsweise, wir haben uns beim Atlas-System reportete Spiele angeguckt. Da waren extrem lustige Hacker mit dabei und dann konnten wir entscheiden, ob die hacken oder ob die nicht hacken. Ja, war sehr, sehr lustig. Von daher klickt da gerne drauf. Ich bin jetzt erstmal raus. Ciao.